7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, das hält der gesündeste Körper nicht aus. Ja? Und wem muss ich wirklich was beweisen? Ganz ehrlich, Gabi. Wem müssen wir wirklich was beweisen? Also das war für mich, ich hatte da Zeit, sehr viel Zeit drüber nachzudenken, und das war für mich wirklich lebensverändert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich nicht mehr über Leistung definieren. Ich bin, weil ich bin. Spring über deinen Schatten. Der Podcast für Menschen, die außergewöhnliche Herausforderungen meistern und große Ziele erreichen wollen. Herzlich willkommen, mein Name ist Gabi Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche 17. Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Die, die Angst vor den Höhen und Tiefen ihres Lebens haben, leben extrem mittelmäßig. Das ist ein Zitat von Ernst Ferstl. Er ist 1955 in Niederösterreich geboren, er ist noch unter uns. Er ist Lehrer und Schriftsteller. Er schreibt Gedichte, Aphorismen und Haikus. Das sind traditionelle japanische Gedichte. Ja, mir ist eine Geschichte dazu eingefallen. Und diese Geschichte habe ich vor ein paar Jahren erlebt. Das war noch, ihr wisst schon vor was. Und ich war mit der erweiterten Familie in einer Veranstaltung. Dort traten Pferde auf, also sehr viele Kinder dabei gewesen, Mädchen und Jungs. Und zur Unterhaltung der Kinder wurden einige auf die Bühne gebeten und es gab so diese Reise nach Jerusalem. Ihr kennt dieses Spiel, wenn die Musik läuft, es sind Stühle da, immer einer weniger als Anzahl der Kinder, die dabei sind. Und die Musik stoppt, dann müssen alle schnell einen Platz suchen und wer keinen Platz gefunden hat, der ist draußen. Und dann geht es immer weiter und weiter und bis zum Schluss irgendwann nur noch ein Stuhl übrig ist und zwei Menschen. Und jetzt geht es sozusagen um die Siegerposition. Und es waren ein Mädchen, ein Junge übrig, ein Stuhl übrig. Die Musik startete wieder, sie lief, stoppte und zack, man könnte sagen, das Mädchen war einen Bruchteil schneller als der Junge an dem Stuhl. Ja, was glaubt ihr, wer war jetzt der Gewinner von beiden? Nein, es war nicht der Junge, sondern der Moderator hat beide zum Gewinner erklärt. Und das hat mich damals geärgert. Weil die Texte, die dazu gefallen sind, dass wir ja beide gewinnen lassen müssen, dass sich ja beide angestrengt haben und dass ja beide das gut gemacht haben, das erzeugt für meines Verständnis Mittelmäßigkeit. Wenn wir gar nicht mehr das Interesse daran haben, einen Schritt weiter zu kommen, einen Schritt nach vorne zu machen, etwas mutiger zu sein, ein kleines Quäntchen mehr Erfolg zu haben, dann werden wir irgendwann in der extremen Mittelmäßigkeit landen. Denn damit hat Herr Ferstl definitiv recht. Die Angst, also die, die davor Angst haben, dass eben Höhen und Tiefen da sind, dass man mutig sein muss, dass man über seinen Schatten springen sollte, die leben dann extrem mittelmäßig. Manchmal sehr langweilig, manchmal sehr unzufrieden. Und das wäre ja doch ziemlich schade. Deswegen, nimm Anlauf. Lebe die Höhen, lebe die Tiefen. Und meine Schattenspringerin der Woche hat dazu nochmal einiges zu erzählen. Ich freue mich schon auf Sie und ich hoffe, du auch. Bis gleich. Und jetzt habe ich eine Bitte an dich in eigener Sache. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Du erhältst diesen Podcast kostenfrei und regelmäßig. Als kleines Dankeschön bitte ich dich, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Wenn du möchtest, mit 5 Sternen. Feedback ist auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und du hilfst mir damit, bei iTunes ein gutes Ranking zu erhalten. Ich danke dir sehr dafür. Nun zum Tipp der Woche. In diesem Tipp der Woche, beziehungsweise überhaupt in der ganzen Folge, geht es ja um die Frage, welches Leben willst du leben? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, so oder so.
Vor kurzem habe ich ein Online-Training gemacht und in meinem Online-Training, keine Angst vor der Angst, kam deutlich hervor, ich habe vorher abgefragt, was wäre denn so der wichtigste Punkt, so ein Online-Training dauert 3 Stunden, was die Teilnehmer gerne angesprochen hätten. Und der Wunsch der Teilnehmer war, selbstbewusst zu sein, dass wir darüber sprechen. Und das haben wir dann auch gemacht und für mich ist das ein guter Grund, dieses Thema jetzt nochmal etwas expliziter im Tipp der Woche aufzunehmen, es in diesem Podcast zu übernehmen. Und dieses Thema ist nicht in 10 Minuten abzuhandeln, deswegen werde ich 3 Runden machen. Das heißt, heute ist die erste Runde und in den nächsten beiden Podcast-Folgen die nächsten beiden Runden. Und der ein oder andere Input zu diesem Thema kommt auch aus der Karrierebibel von Jochen May. Gut, jetzt gab es natürlich eine Reihe von Fragen rund um das Thema, wie wir selbstbewusster sind, wie wir selbstbewusster sein werden, wie wir mehr Selbstbewusstsein entwickeln können. Und ich habe mal die ersten 3 Anregungen und Tipps mitgebracht. Die erste Frage ist ja, was ist denn Selbstbewusstsein überhaupt? Denn es gibt ja eine Reihe von Synonymen und verwandte Wörter zum Thema Selbstbewusstsein. Da gibt es mal das Wort Selbstvertrauen, das Wort Selbstwertgefühl, das Wort Selbstannahme, das Wort Selbstsicherheit. Und wenn ich jetzt so weitermachen würde, komme ich schnell auf 15 unterschiedliche Begriffe, die etwas mit Selbstbewusstsein zu tun haben. Da ich aber mal gelernt habe, dass man sich beim Zuhören maximal 4 merken kann, stoppe ich mal das Ganze, weil all diese Begriffe jetzt so aufzuzählen dir nicht wirklich weiterhelfen. Es zeigt nur die Komplexität und Vielfalt dieses Themas. Denn jeder dieser Begriffe meint am Ende des Tages ja auch ein wenig etwas anderes im Bereich des Selbstbewusstseins. Und meine Schattenspringerin der Woche, du hast es im Teaser gehört, stellt ja nun die Frage, wem müssen wir noch etwas beweisen? Und das ist eine ziemlich wichtige Frage, denn Selbstbewusstsein bedeutet ja ein tiefes Überzeugtsein von den eigenen Fähigkeiten. Also gilt es am Ende des Tages, vielleicht ist es so einfach, dass wir dann selbstbewusst sind, wenn wir anderen nichts mehr beweisen müssen, sondern nur noch uns, respektive wir mit dem, was wir sind, zufrieden sind. Tief überzeugt zu sein von den anderen Fähigkeiten ist ein Ausdruck von mentaler Stärke. Und daraus ergibt sich dann eine gewisse Kettenreaktion. Und das wollen wir noch ein bisschen näher anschauen. Also erstmal diese Definition, was ist denn Selbstbewusstsein überhaupt? Nämlich die tiefe Überzeugung von der eigenen Fähigkeit, die Kettenreaktion. Und wenn du dir dadurch mehr zutraust, bedeutet dies, nächste Reaktion, dass du mehr Erfolg haben wirst. Nächste Reaktion, dass du zufriedener bist. Das ist so der erste Punkt, über den du einfach mal so für dich nachdenken kannst, das bei dir wirken lassen kannst. Die zweite Frage und damit auch der zweite Tipp ist, was ist denn das Fundament des Selbstbewusstseins? Es gibt 3 Fragen, die das Fundament der Selbstanalyse zum Thema Selbstbewusstsein darstellen. Ich starte mal hier in der zweiten Runde, im zweiten Tipp, mit der ersten Frage. Wer bin ich? Also nicht ich, aber du. Also wenn du dir diese Frage stellst. Du hast also jetzt die Möglichkeit, dir einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und diese Frage einmal für dich zu beantworten. Jetzt gibt es hier kein Falsch und kein Richtig. Und zum Teil hat diese Frage auch etwas Philosophisches an sich, also zumindest in meiner Vorstellung und in meiner Art, damit umzugehen. Ich fange mal kurz an, die Antwort der Frage anzuteasern, damit du siehst, was ich meine. Wer bin ich? Ja, in erster Linie ein Mensch. In zweiter Linie eine Frau. Ich bin außerdem auch Mutter. Ich bin Partnerin für meinen Lebenspartner. Ich bin Geliebte für meinen Partner. Ich bin Rednerin. Ich bin Coach. Ich arbeite gern mit Menschen im Einzelnen. Ich bin Trainerin, weil ich auch gern mit Menschen in Gruppen arbeite. Und ich könnte jetzt noch einige Minuten weitermachen, doch dann wird es langsam langweilig für dich. Und es geht ja auch hier gar nicht um mich, es geht ja um dich. Notiere doch einmal deine Kette und du wirst feststellen,
dass wenn du alle deine Persönlichkeiten aufschreibst, da kommt ganz schön was zusammen. Und lass dir ein bisschen Zeit, damit dir auch wirklich alle einfallen. Auch die philosophischen, die dich vielleicht begleiten, die darstellen, wer du bist. Und wenn du die dann alle aufgeschrieben hast und dann mal so einen Blick drauf wirfst, dann zeigt dir dieser Blick, weshalb dein Leben mitunter vielleicht auch ganz schön komplex und kompliziert ist. Aber lass es auf dich wirken. Also, zweiter Punkt, zweiter Tipp und erste Aufgabe für dich, schreib mal auf, wer du bist. Und dann kommen wir zur dritten Frage, respektive zur zweiten und dritten Frage, weil es insgesamt ja drei Fragen waren, die wir gestartet haben jetzt im zweiten Punkt. Und mit diesen beiden Fragen setzt du zwei Prozesse in Gang. Der erste Prozess ist nämlich deine Eigenwahrnehmung. Und das ist auch die zweite Frage, die lautet nämlich, was kann ich? Und diese Eigenwahrnehmung, also das, was du kannst, die Antworten darauf, helfen dir, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, was du bist, was du fühlst, was du kannst. Du kannst zum Beispiel Schach spielen. Du kannst vielleicht mit komplexen Systemen in deinem Computer umgehen. Du kannst vielleicht eine oder zwei weitere Sprachen sprechen und so weiter. Also hier erstelle bitte vielleicht auf der Rückseite deines Blattes eine Liste, die all das beinhaltet, was du kannst. Schreib das mal runter. Vielleicht ist es auch eine lebendige Liste, die im Laufe der Zeit wächst. Aber das, was dir so in der nächsten Zeit, die du dir jetzt vorgenommen hast, damit zu arbeiten, einfällt, ist erstmal richtig und gut. Ja, und wenn du dann diese Liste mit dem, was kann ich, erstellt hast, kommt die dritte Frage hier in diesem dritten Tipp, die dein Fundament deines Selbstbewusstseins darstellt, also die das Fundament deines Selbstbewusstseins darstellt, und das ist die Frage, was bin ich wert? Erkennst du deine Talente und Fähigkeiten an? Anders gefragt, wie stolz bist du auf diese Fähigkeiten? Oder hast du doch immer wieder das Gefühl, das ist ja nichts Besonderes, und wischt dann jedes oder die Talente oder das Talent und die Fähigkeit einfach mal so als Selbstverständlichkeit vom Tisch. Da kommen dann so Sätze wie, ach, das kann doch jeder, ach, das ist doch nichts Besonderes. Nur die Eigenbewertung deiner Talente ist ein Teil des Fundamentes deines Selbstbewusstseins. Ich habe ja nun schon wirklich viele Menschen getroffen, in meinen Trainings, in meinen Coachings, in meinen Vorträgen, auch in den Vorträgen, auch wenn 2.500 Menschen da sind, kommen ja hinterher viele und sprechen mit mir über das, was sie gerade durch meinen Vortrag erlebt haben, welche Emotionen bei ihnen geweckt sind. Und ich kann dir tatsächlich etwas verraten. Mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der nichts kann. Doch ich kenne unglaublich viele Menschen, die das, was sie können, als nicht besonders wertvoll ersehen. Und das ist schade. Nun, du hast ja jetzt eine Liste von deinen Fähigkeiten und Talenten aufgeschrieben und jetzt kommt die besondere, große Herausforderung, die dritte Aufgabe. Benote deine Fähigkeiten. Also mit drei Noten, wir machen es ein bisschen einfach. Vergib eine 3 für das, wo du sagst, das ist nichts Besonderes, das kann doch jeder oder so ähnliche Sätze. Ne? Bitte gerne mit deinen Worten formulieren. Also die Fähigkeiten, die sozusagen diesen Beschreibung bekommen, bekommen eine 3. Dann vergib eine 2 für die Talente und Fähigkeiten, wo du sagst, ja, ich bin schon froh, dass ich das kann. Ohne wäre es auch ein bisschen doof, aber außergewöhnlich ist es nun auch wieder nicht. Diese Fähigkeiten bekommen eine 2. Und dann vergib noch eine 1, nämlich für all die Talente und Fähigkeiten, auf die du so richtig stolz bist. Die, wenn du sie liest, wo das so innerlich die Brust rausgeht und ein Strahlen durch dein Gesicht zieht. Ja, und jetzt schau dir das Verhältnis der 3 Noten an. Was überwiegt? Die 3er, die 2er, die 1er. Und welche von denen solltest du dir jetzt genauer anschauen? Also welche von denen Eigenschaften
denen du eine 3, eine 2 oder eine 1 gegeben hast. Welche davon solltest du dir jetzt genauer anschauen? Was meinst du? Rate mal kurz. Ja, schau dir deine Dreier an. Warum die Dreier? Frag dich bei den Dreiern einmal, warum du glaubst, dass diese Talente oder dieses Talent oder diese Fähigkeit nichts Besonderes ist. Wie kommst du da drauf? Was hast du mal dazu gehört? Welche Sätze wurden dir darüber in deinen Kopf geknallt, hineingepresst, die heute noch immer Einfluss auf diese Art der Bewertung haben? Und mit wem vergleichst du das? Also angenommen, du spielst jetzt Schach, nur damit wir bei einem Beispiel bleiben, das ich vorhin genannt habe, und du hast dir da eine 3 gegeben, das ist nichts Besonderes, das kann doch jeder. Im Verhältnis zu was? Im Verhältnis zu wem? Denn es geht ja um dich. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass hier bei der Beantwortung der Frage, warum du diese Dreier vergeben hast, da die Gründe drin sind, weshalb dein Selbstbewusstsein so ist, wie es ist. Also anders ausgedrückt, hast du keine Dreier vergeben, ist dein Selbstbewusstsein wahrscheinlich etwas größer. Hast du viele Dreier vergeben, ist dein Selbstbewusstsein vielleicht etwas kleiner. Und der Rest liegt irgendwo in der Mitte. Und jetzt hättest du die Möglichkeit, vielleicht, wenn du das möchtest, dass du innerlich ein paar Schräubchen drehst. Und einfach vielleicht dir bewusst machst, dass ein Vergleich nur Sinn macht mit dir selber. Oder dir bewusst machst, dass dieser Satz, der damals zu diesem Talent gekommen ist, vielleicht ein unbedachter Satz war, ein neidischer Satz war, ein Satz, der vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht war, oder der vielleicht sogar schlecht gemeint war. Und ja, guck mal, was du mit diesem Schräubchendrehen verändern und bewegen kannst. Und wenn du willst, kannst du natürlich auch gerne das kostenfreie Analysegespräch nutzen, das ich immer wieder anbiete, um mit mir darüber zu sprechen, wie man diese Schräubchen drehen könnte. Oder du sprichst einfach einen ganz anderen Mentor oder vertrauensvollen Menschen an, mit dem du das Gefühl hast, mal über diese Dreier zu sprechen und über die Schräubchen, die vielleicht wie und ja, wie zu drehen wären und warum zu drehen wären. Diese drei Schritte, die wir jetzt besprochen haben, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3 und darunter die drei Fragen, die scheinen im ersten Moment wirklich ziemlich leicht zu sein. Aber glaub mir, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, das ist schon ein echter Schattensprung. Das ist eine echte Herausforderung. Aber als Schattenspringer, als Schattenspringerin schaffst du das. Und vielleicht musst du ein bisschen Anlauf nehmen, aber du springst darüber und du wirst sehr viel Wissen über dich gewinnen. Und von meiner Seite, Chapeau für deinen Mut. Ich bin sehr stolz auf dich. In der nächsten Folge geht es mit diesem Thema weiter, und zwar mit einer Checkliste für dein Selbstbewusstsein. Wenn du sie schon früher haben möchtest, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben, trainings@ddaft.de. Also trainings@dora-dora-anton-friedrich-theodor.de, dann schicke ich sie dir schon im Vorfeld zu. Ja, und dann geht's weiter in der nächsten Podcast-Folge mit dem Thema Selbstbewusstsein. Jetzt erstmal Chapeau für deinen Mut. Und jetzt kommt die Schattenspringerin der Woche. Herzlich willkommen zu unserer Schattenspringerin der Woche. Sie liebt moderne Kunst, sie mag exklusive Autos, für eine Frau immer eher ein bisschen ungewöhnlich. Sie schätzt sehr das Interior Design, das heißt die Planung und Gestaltung von Innenräumen, und sie liebt Architektur. Ich habe den Eindruck, liebe Schattenspringerin, du liebst schöne Dinge, besonders dann, wenn sie dir auf Augenhöhe verkauft werden. Aber du hast auch Lieblingstiere. Nämlich Vögel, Wellensittiche und Papageien.
Und ich durfte vor einiger Zeit mal im Zoo von Salzburg sehen, dass du die Patenschaft über eine große Voliere übernommen hattest. Aber nicht nur die Tiere liegen dir am Herzen, sondern auch Menschen, besonders Kinder. Und deswegen hast du ein Herzensprojekt in Burma. Und zwar geht es um eine Schule. Und diese Schule hast du mit aufgebaut. Du hast einen holländischen Speaker-Kollegen, du bist auch Speakerin, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, mit seiner Frau, die gebürtig aus Burmesien kommt, also eine Burmesin, kennengelernt. Und ihr habt 2002 innerhalb einer Stiftung mit dem Aufbau einer Schule in Myanmar, in Burma, in einer der ärmsten Gegenden, eine Schule gegründet. Du hast die Schule dann auch mal live besucht 2013. Und das ist etwas, was dir schon wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Außerdem bist du Visionärin, du bist Strategin und das Ganze machst du schon fast 25 Jahre. Und du kümmerst dich um Frauen. Aber jetzt mal aus einem komplett anderen Blickwinkel, wie das üblicherweise ist, wo es mehr um Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühle von Frauen geht, gerade als Trainer oder Coach oder Rednerin. Du siehst es aus einer ganz anderen Ecke und ein Zitat von dir, glaube ich, macht das ziemlich deutlich. Frauen verachten Frauenautos genauso wie ältere Menschen den Seniorenteller. Das finde ich jetzt mal ein total spannendes Zitat, denn dir geht es tatsächlich darum, dass die Frau als Kundin behandelt wird auf Augenhöhe und nicht als lästiges Anhängsel oder als etwas, dem man dauernd irgendwas in Rosa vor die Augen setzen muss oder von dem ein Mann, der dann der Verkäufer ist, glaubt zu wissen, was für die Frau gut ist, statt eine ordentliche Analyse zu machen. Liebe Schattenspringerin Ulrike Eichhorn, genannt die Eichhorn. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich riesig, liebe Gabi. Und bin schon ganz gespannt auf die nächste halbe Stunde, in welche Themen wir da gemeinsam eintauchen werden. Ja, ich bin auch neugierig, wie sich so entwickeln wird. Starten wir mit der ersten Frage. Was bedeutet denn für dich, der du ja nun die Höhen und Tiefen des Lebens aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennst, einmal durch deinen persönlichen Erfolg, aber auch das große Extrem natürlich, diese Schule in Burma. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Ja, ich glaube, das ist eine der spannendsten und herausforderndsten Fragen überhaupt, unabhängig vom Alter. Für mich hat sich das auf der einen Seite gewandelt, auf der anderen Seite in eine Richtung entwickelt, wo ich sage, Erfolg heißt für mich zu entscheiden, welches Leben will ich leben. Wir haben ja von unseren Eltern, unabhängig davon, wie das Elternhaus war, im Grunde das schönste Geschenk bekommen, das wir nur bekommen können, nämlich unser Leben. Und das hat eine Dauer von x Jahren, wir wissen ja nicht wie lange, aber das nicht einfach so dahin zu leben, sondern wirklich ganz bewusst zu entscheiden, welches Leben will ich leben, was ist so meine ureigenste Lebensaufgabe und neugierig zu sein, das herauszufinden und es dann idealerweise auch zu entdecken, um dann so richtig hineinzutauchen, das ist für mich Erfolg. Jetzt hast du schon gesagt, dass du von deinen Eltern gesprochen, dass die uns ja das Leben geschenkt haben. Und sind denn diese deine Eltern oder sind es andere Menschen gewesen, die dir auch diese Vision und dieses Leben in Freiheit und freien Entscheidungen, die dir das sozusagen vorgelebt haben? Oder gibt es andere Vorbilder oder Menschen, die dich inspiriert haben? Sowohl als auch. Ich denke jetzt einmal von Beginn an sicher meine Eltern, die erfreulicherweise noch leben, beide 91 sind und fit und gesund. Ja, auch das wunderschön, das mitzuerleben, die aber auch auf der einen Seite eine schöne, aber natürlich auch durch die ganzen Kriegswirren und Nachkriegswirren sehr herausfordernde Zeiten mit sich hatten. Also ich glaube, dass ich da, oder das heißt, ich glaube, ich bin sicher, dass ich da sehr viel mitbekommen durfte, auch durch die Unterschiedlichkeit meiner Eltern und dass mich das auch speziell, was auch so diesen Glauben an mich selber, aber auch so dieses Leistungsthema mich da sehr geprägt haben. Also Leistung speziell auch von Seiten meines Vaters. Wobei Leistungsstreben natürlich dann auch irgendwann einmal ein schöner Stolperstein werden kann. Auch das musste oder durfte ich erleben und wie ich damit umgehe. Aber grundsätzlich waren es sicher meine Eltern, die mich da sehr geprägt haben und mir aber auch vieles ermöglicht haben im Sinne von, wenn ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, dann haben sie mich einfach auch dabei unterstützt, auch gefragt, wie man das vorstellt, was ich da auch
tun möchte, also auch die Neugierde zu haben, was macht die Tochter hier? Und auch wenn es noch so anders ist zu ihrem eigenen Leben oder zu ihrem eigenen Lebensverständnis, schlussendlich dann auch es zuzulassen, dass ich diesen Weg gehe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also bis hin, dass ich vor 3 Jahren auch mit meinem damals 88-jährigen Papi dann noch Fallschirmspringen gegangen bin. Und das war dann auch schon eine sehr coole Geschichte, ja. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht nur cool, das klingt auch total liebenswert. Wenn du sagst, sie interessieren sich für das, was du tust, sie können mithalten, sie gehen mit dir noch Fallschirmspringen, zumindest dein Papa. Waren deine Eltern auch mal selbstständig oder waren die beide angestellt? Nicht. Hm? Beide angestellt, haben auch Zeit ihres Lebens als Angestellte gearbeitet. Also dieses Unternehmergehen haben sie beide nicht, aber sie haben mich da einfach immer unterstützt. Und das ist sicher etwas, was, glaube ich, mich sehr geerdet hat und auf der anderen Seite es mir auch ermöglicht hat, diese Schritte und auch dieses Fliegen auch tatsächlich zu tun. Ja. Und im Moment, du hattest auch so eine Frage gestellt, welche Menschen mich auch beeindrucken. Im Moment beeindrucken mich natürlich Menschen, die einfach für ihre Freiheit kämpfen, auch wenn es das Leben kostet. Also ich bin sehr viel in Gedanken in Burma, bei meinen Schützlingen, sowohl in der Schule als auch bei den anderen Schützlingen in Bagan. Und wann immer es das Internet zulässt, im Sinne von, es ist kurz offen, tauschen wir uns aus. Und ich habe also größten Respekt und Hochachtung vor allen, die auf die Straße gehen und nicht wissen, ob sie am Abend wieder nach Hause kommen. Ja, dann, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand der eigenen Landesgrenze schaut, gibt es dann natürlich schon das ein oder andere Beispiel, was einen dann wieder etwas bescheidener macht, ne? Absolut, wenn man dann so zuhört richtig. Oder zuschaut. Ja. Du hast gerade gesagt, das Unternehmergehen hast du entwickelt. Ich habe bei dir immer so das Gefühl, dass du, ja, wie drücke ich es aus, alles sehr filigran, sehr schön, sehr genau aufbaust und dass du da so eine klare Strategie hast. Und auch, ich habe schon mal den ein oder anderen Vortrag von dir gesehen, das ist immer alles sehr linear, das ist immer alles so logisch und trotzdem farbenfroh auch, ist auch etwas, was dich auszeichnet. Dieses Unternehmerin-Sein, wie bist du darauf gekommen? Also man wacht ja, oder doch, vielleicht wacht man eines Morgens auf und sagt, ab sofort bin ich Unternehmerin, du machst das jetzt schon ein paar Jährchen. Wie bist du drauf gekommen zu sagen, ich gehe aus gesicherten Verhältnissen heraus, also Angestelltenverhältnissen, und baue mir jetzt eine Firma auf, weil du baust wirklich ganz schön auf. Das stimmt. Ich hatte damals, ich war in einer sehr guten Angestelltenposition, bin aber da irgendwie so bei meinem Plafond angelangt. Also ich konnte auch hierarchisch im klassischen Sinne nicht mehr weiterkommen. Kam damals aber auch die Gelegenheit, innerhalb des Unternehmens noch eine zweite Tätigkeit auszuüben. Das war damals im qualitätsorientierten Prozessmanagement und habe diese Ausbildung dann gemacht und war dann auch neben meinem Hauptjob im gesamten Konzern als Qualitätsauditorin mit tätig und bekam dann von einer Unternehmensgruppe, damals mit Sitz in der Nähe von Dresden, Tschechien, Slowakei und Österreich, einen Auftrag, sie beim Aufbau eines Prozessmanagementsystems zu begleiten. Also ich komme wirklich aus diesem klassischen strategischen Prozessbereich und das war für mich die Chance, die man oft nur selten bekommt, aber ich habe sie dann genutzt, dass ich wusste, ich springe jetzt in das kalte Wasser der Unternehmerin hinein und hatte aber schon insofern ein Sicherheitsnetz von einem Auftrag, der mich sicher 2 Jahre lang beschäftigt, wo ich wusste, ich habe von der ersten Minute an schon mehr Einkommen als damals als Angestellte. Und das macht es natürlich dann schon sehr entspannt, diesen Schritt zu gehen. Er war für mich trotzdem mutig, weil ich war bis dahin in diesem sicheren Umfeld der Angestellten. Aber es hat es natürlich auch erleichtert, diesen Weg zu gehen und konnte mir dann parallel, während ich dieses 2-Jahres-Projekt hatte, dann noch einen neuen Kundenstamm aufbauen mit allem, weil du fängst ja wirklich bei Null an. Du hast kein Logo, du hast keinen Firmennamen, du weißt nicht, wie deine Angebote aussehen und. Also das Blatt Papier ist wirklich weiß. Aber ich konnte mir das damals in dieser Zeit parallel dann sehr gut aufbauen und wie das eine Projekt dann auslief, hatte ich dann schon Folgeprojekte mit anderen Unternehmen und so ist es dann halt Schritt für Schritt gegangen und dann kamen laufend noch die Studienausbildungen und so weiter dazu, um weiter zu lernen.
Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Vor 25 Jahren hätte ich mir auch noch nie träumen können, dass es nach 25 Jahren so aussieht. Aber wer kann das schon? Und rückblickend gesehen ist es schon sehr spannend gewesen, dieser Weg. Ja. Ja, du hast natürlich damals auch die Chance wahrgenommen. Du hättest auch sagen können, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, um bei deinen Lieblingstieren zu bleiben, bei Vögeln. Und hast dich aber dafür entschieden, zu hoffen, dass die Taube auch in die Hand kommt, sozusagen. Ja, genau. Und hast aber nicht nur gehofft, sondern auch viel dafür getan. Wenn man jetzt mal so dein Tagesgeschäft anschaut, also wir haben jetzt gerade Zeiten wie diese, gehen wir mal ein bisschen von diesen Zeiten weg. Wie schaut denn unter normalen Umständen dein Tagesgeschäft in deiner Tätigkeit, in deiner Beratungstätigkeit aus? Ich habe vorhin schon angedeutet, es geht darum, den Firmen Bewusstsein für die Frau als Kundin klar zu machen. Und wie sieht denn so ein Tagesgeschäft so in ein paar Sätzen skizziert aus? Vielleicht etwas untypisch als manch andere, wobei das ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Wir kennen ja beide Kollegen, die sagen so, diese 5-6-Tage-Woche von 8 bis 20 Uhr, das ist das Leben, das war nie meins. Mhm. Also ich habe mir von Anfang an irgendwo so für mich selber ein Arrangement definiert, wo ich sage, ich möchte nie mehr als 3 Tage in der Woche außerhalb meines Wohnortes sein. Also nie mehr als 3 Tage vor Ort. Das habe ich in diesen 25 Jahren genau 2-mal gebrochen. Mhm. Ja, einmal waren es 4 Tage, einmal war es eine ganze Woche, weil das für mich auch wichtig war und nach wie vor ist, diese Lebensqualität zu haben und nicht am Freitag völlig erschöpft nach Hause zu kommen und dann Samstag, Sonntag noch durchzuarbeiten. Das war es nie. Für mich war klar, diesen Qualitätslevel, den Anspruch, den ich an mich selber habe und wofür ich auch gebucht werde, den halte ich gut 3 Tage durch. Ja, bin Gott sei Dank sehr gesund, aber ich tue auch viel, mich gesund zu erhalten. Aber ich möchte mich nicht ausbrennen. Da war es mir halt einfach wichtig, 3 Tage, das geht gut. Und die anderen 2 Tage bin ich dann im Homeoffice, um das Ganze auch vorzubereiten, nachzubereiten und mich dann auch auf die nächste Woche wieder zu konzentrieren, aber auch Wochenende, zwar es ging zwar nicht immer, aber doch auch Wochenende sein zu lassen. Und wenn ich dich jetzt buchen würde für mein Unternehmen, was würde ich dann von dir bekommen? Das kommt darauf an, was deine Ziele sind. Also ich bin im Vorfeld sehr neugierig. Also es gibt nichts von der Stange, sondern alles ist maßgeschneidert. Und mein Grundbusiness war ja das klassische strategische Consulting im Sinne von Optimierung von firmeninternen Prozessen, Führungskräfte, Entwicklung, Teamentwicklung. Das war so das Hauptpaket. Das Thema, das du vorhin angesprochen hast mit den Kundinnen, hat sich dann, würde ich sagen, in der Hälfte der Selbstständigkeit, also vor rund 11-12 Jahren, dann entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, dass hier einen großen Bedarf gibt, der bis heute noch nicht gedeckt ist. Also ich war da sicher Pionierin und bin jetzt in Teilbereichen nach wie vor. Und das, wenn ein Unternehmen hier in diesem Bereich etwas bewegen möchte, dann ziehen wir das auch wieder strategisch auf. Das heißt, der Kunde bekommt nicht einfach einen Vortrag für einen Kundinnen-Event. Das ist zu kurz gegriffen und wäre auch die falsche Erwartungshaltung, dass nach diesem Vortrag dann die Kundinnen zu Hunderten das Geschäft oder das Unternehmen stürmen. Für mich ist es wichtig, zuallererst im Unternehmen zu arbeiten und da gehören alle dazu. Also vom CEO über HR, über Marketing, über Vertrieb, um überhaupt eine Wachsamkeit, eine Achtsamkeit dieser Zielgruppe und den Bedürfnissen zu entwickeln. Und erst wenn das da ist, dann können gemeinsam mit Marketing und Vertrieb auch die entsprechenden strategischen externen Maßnahmen, Projekte, Events geplant werden, um dann wirklich ready to go zu sein, um attraktiv für diese Zielgruppe der Kundin zu werden. Also erst innen und dann nach außen. Ja, ein sehr ganzheitlicher Blick auf das Gesamtgeschehen. Wunderbar, ja. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass du ja von der Angestelltenverhältnis dann in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das ist von außen gesehen auf alle Fälle schon mal ein sehr großer Schattensprung. Was würdest du denn sagen, ist auch ein weiterer wichtiger oder vielleicht noch wichtigerer Schattensprung in deinem Leben gewesen, wo da eine sehr gute und ungewöhnliche Entscheidung vielleicht getroffen hast oder was auch immer? Ja, das ist zwar schon sehr, sehr lange aus. Es war unmittelbar nach dem Abitur, hatte ich mal alles vorbereitet, um ein Jahr nach Paris zu gehen. Ich wollte an der Sorbonne studieren, bin auch dann tatsächlich hingefahren, habe aber kurz vorher dann
meinen allerersten Freund kennengelernt. Jetzt war diese Abreise schon ein bisschen mit Wehmut verbunden und bekam dann in diesen ersten 2 Monaten in Paris so enormes Heimweh, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und bin wieder zurückgekommen. Mhm. Der Einzige, der mich wirklich verstanden hat, war mein Papi, weil der ging auch mit 14 von zu Hause weg, von einem kleinen Dorf südlich von Salzburg, in die Stadt Salzburg. Also es war 1 Stunde ungefähr weg. Und er hat immer gesagt, er hatte so Heimweh, dass er dann Freitagabend auch 3 Stunden Heimweg im tiefsten Schnee auf sich genommen hat, um nur wieder nach Hause zu kommen. Ähnliches Heimweh habe ich damals gefühlt und ich musste einfach zurück. Ja, ich wäre dort krank geworden. Aber ich denke, ab und zu denke ich dran, wie wäre es eigentlich weitergegangen? Also dieser Film, wäre es ein Film, würde mich schon interessieren, was wäre gewesen, wenn ich dieses eine Jahr in Paris geblieben wäre? Wäre ich immer noch dort? Wer weiß. Ja, das weiß man dann nie. Es gibt ab und zu so Filme, wo man dann so die verschiedenen Möglichkeiten der Ende eines Filmes sehen kann. Weil sie cool, genau. Also, was ist jetzt, wenn es so rumgegangen wäre? Ja, wirklich so einschneidend, glaube ich, weil ich habe dann natürlich auch in Salzburg, ich musste irgendwas tun. Ich habe dann eine Ausbildung auch noch einmal begonnen und der Weg ist dann in eine andere Richtung losgegangen als ursprünglich geplant. Aber das war halt so. Aber so rückblickend, wenn ich dran denke, denke ich, ach, interessieren würde es mich schon, was daraus geworden wäre. Also das war sicher eine ganz lebenseinschneidende Veränderung oder Entscheidung. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass du es bereust. Du bist nur neugierig. Genau. Genau, richtig. Okay. Ja. Richtig. Okay. Jetzt der Umkehrschluss, wenn man einen Schattensprung macht, setzt man ja Energie rein, man zeigt Initiative. Andersrum gefragt, was ist denn das Beste, was dir passiert ist, wo du so manchmal vielleicht den Kopf zum Himmel hebst und sagst, liebes Universum, danke, dass das passiert ist. Was ist dir denn mal als Wunderbares passiert? Das Wunderbare, das mir passiert über die Lebenslaufzeit, sind im Grunde die Begegnungen mit Menschen. Mhm. Aber jetzt nicht mit allen Menschen, sondern dass einfach da Menschen in meinen Lebenszug eingestiegen sind, die mich teilweise heute noch begleiten und wo ich einfach gemerkt habe, durch diese Begegnung hat sich wieder was Entscheidendes weiterentwickelt. Mhm. Und das, da bin ich schon stolz und froh, dass das, ich sage jetzt, es ist wirklich sind 2 Handvoll Personen, die da wirklich zu diesen besonderen Menschen auch zählen darf und die ich nicht in meinem Leben missen möchte. Ja, wir sind unterschiedlich lange befreundet, unterschiedlich auch von der Idee an unterschiedlichen Orten. Aber das war eigentlich immer das Beste, Menschen zu begegnen, die dann wirklich, wo man sie gegenseitig dann wieder einen Schritt weiter bringt, die auch ehrlich sind. Mhm. Ja, das denke ich ist auch sehr wichtig und auch durchaus auch Dinge konstruktiv oder wie auch immer kritisch hinterfragen, weil ich denke, gerade das ist dann wichtig, um selber wieder dann über den Tellerrand hinaus zu denken. Und alles in allem, glaube ich, ist das so die Essenz draus, ja. Wenn ich dir zuhöre, klingt es für mich, dass zur rechten Zeit der rechte Mensch in deinen Zug eingestiegen ist. Du hast es gerade so schön als Lebenszug bezeichnet. Mhm. Kann man denn etwas dafür tun, dass einem das passiert? Oder braucht man einfach eine Portion Glück oder eine gewisse Wachsamkeit, dass man das dann auch erkennen kann? Oder kann man auch was dafür tun, dass einem solche Menschen begegnen? Also das Rezept dafür kann ich dir jetzt nicht sagen. Was, glaube ich, schon entscheidend ist, ist, dass man offen ist dafür. Dass man auch loslassen kann und gewisse Dinge einfach zulassen. Mhm. Ich denke da jetzt an einen Freund in Vorarlberg, das ist wirklich so ein Lebensfreund von mir. Und der hat immer gesagt, vertraue in deinen Lebensfluss. Mhm. Gerade wenn ich vielleicht in Phasen war, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird es wieder so eng, jetzt fange ich krampfen an, weil es muss irgendwas passieren. Es muss gar nichts. Ja, schön. Dann durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich lasse das Thema jetzt einfach einmal eine Woche, 2 Wochen, ich vertraue einfach drauf, es wird was passieren. Das musste ich lernen. Mhm. Ja. Das war nicht immer so, weil ich einfach auch lange Jahre meines Lebens einfach so eine Perfektionistin war und es mir und auch meinem Umfeld dadurch oft nicht so einfach gemacht habe mit dem eigenen Perfektionsanspruch. Aber da hatte ich dann einmal einen Lehrer auf der Uni und der meinte zu mir, Ulrike, versuch doch mal Perfektion durch Professionalität zu ersetzen. Mhm. Weil professionell zu sein erlaubt auch,
Fehler zu machen, einmal hinzufallen, blöd ist halt, wenn du nicht mehr aufstehst, aber hinzufallen, aufzustehen, abzuputzen, zu schauen, was war jetzt nicht so geschickt, was könnte man verändern und dann weiterzugehen und immer noch professioneller zu werden. Weil wenn du perfekt wärst, was ist denn dann morgen? Und diesen Satz habe ich, glaube ich, vor 20, 25 Jahren damals beim Studium gehört und der begleitet mich bis heute und den erzähle ich aber auch gern weiter, weil so habe ich gelernt, auch nicht bei allem, aber zumindest in einem großen Teil den Perfektionsanspruch auch wieder zurückzuschrauben. Und es entspannt herrlich. Ja. Ja, aber es ist auch ein spannender Ansatz, weil so im ersten Sekunde würde man ja denken, dass Perfektion und Professionalität irgendwie eine Einheit bilden. Aber so wie du es gerade beschreibst, ist es ja fast nicht das Gegenteil, aber es ist einfach was ganz anderes. Ne? Und sehr spannender Ansatz. Ja, kann dann man geht sich auch mal, das locker lassen. Ja. Kann man sich mal ein bisschen so wirken lassen, auf der Zunge zergehen lassen. Sehr interessant. Ja, du hast schon einiges erlebt, du bist auch in der Welt schon herumgekommen. Gibt es denn noch etwas, was du unbedingt noch gerne tun möchtest? Man spricht da manchmal so von der Bucketlist oder Löffelliste, aber muss gar nicht so groß aufgehängt sein. Gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne in den nächsten Jahren noch erreichen oder erleben, je nachdem, was du auswählst? Ja, ich habe schon diese Bucketlist. Mhm. Ja, ich finde das auch cool, sie zu haben, aber das ist so meine Meinung. Dieser Fallschirmsprung, von dem ich vorhin erzählt habe, der stand noch drauf. Ihn mit meinem Vater zu erleben, das war natürlich noch einmal was ganz Besonderes, weil er hat sich vor mir runtergestürzt und er war eigentlich der Coole in der ganzen Geschichte. Während mein Adrenalinspiegel sicher dreimal so hoch war wie seiner. Ja, gewisse Reisen habe ich schon noch vor. Mhm. Und das besondere Geschenk ist, wie du ja auch weißt, mein Ehemann, mit dem ich jetzt seit 2 Jahren verheiratet bin. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, also vor 2,5 Jahren haben wir uns erst kennengelernt und das ist sicher das größte Geschenk unseres Lebens. Ich sage, bis dahin war halt irgendwie so, die Lebensziele oder der Lebenserfolg war bei mir sehr stark beruflich geprägt. Mhm. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert. Ja, wir sind zwar beide noch beruflich sehr aktiv, aber dadurch, dass wir uns halt auch in einer späteren Altersphase kennengelernt haben, ist es uns jetzt einfach auch wichtig, dieses gemeinsame Leben jetzt aufzubauen mit allem, worauf wir noch Lust haben. Mhm. Und das ist jetzt einfach, ja, da ist auf unserer Bucketliste einiges drauf, da ist auf unserem Vision Board einiges drauf, was wir gemeinsam erleben wollen oder was wir schon ins Universum geschickt haben. Und da sind wir mittendrin und ich freue mich auf jede Phase, die kommt. Mhm. Auch sehr spannend, gerade weil deine Eltern ja auch noch leben. Die haben jetzt das Glück, dass sie beide noch da leben. Die klingen auch recht glücklich. Aber wenn man das so vergleicht mit diesem Alter, mit unserem Älterwerden, dass es da noch möglich ist, dass man einfach sagt, heute macht es Sinn, sich spät zu verlieben. Es macht auch Sinn, nochmal was aufzubauen. Es macht Sinn, sich im späteren Jahr nochmal selbstständig zu machen. Also es ist einfach nicht so dieses, ich bin zu alt dazu. Das ist doch wunderschön, dass diese Sätze so nach und nach aus unserem Leben verschwinden, stattdessen zu sagen, was will ich gerne und wie kann ich es umsetzen. Ja, und auch da, gerade vor im Vorjahr war, hatten wir auf unserer Almhütte ein Gespräch zu viert und mein Mann wird jetzt in 2 Monaten 60 und hat dann auch gesagt, boah, jetzt wird er schon 60. Und mein Papa hat ihn dann angeschaut und sagt, ach, einmal im Leben noch 60 sein. Schön. Weißt du, und Frage der Perspektive. Ja, ganz genau, ja, richtig. Ja. Und wie viel du eigentlich noch vor dir hast. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir sagen, okay, es ist, so wie ich eingangs erwähnt habe, welches Leben will ich leben? Mhm. Will ich gelebt werden? Ja, indem ich jetzt Angestellter bin und die Ziele meines Chefs oder meiner Chefin erreiche, will ich gelebt werden, indem ich dem Erfolg, und sagen wir jetzt mal, dem Erfolg von ich hungere einem Auftrag nach dem anderen nach, indem ich so gelebt werde, ist es das, was ich mir für mein kostbares Leben vorstelle oder gibt es da noch was anderes? Mhm. Und das ist das, womit ich mich einfach seit vielen, vielen Jahren beschäftige, welches Leben will ich leben? Mhm. Schön, ja, sehr spannend. Gibt es denn etwas, wovor du Angst hast, wovor du dich fürchtest? Das einzige liebe Menschen, um mich zu verlieren. Mhm. Ja, aber ich glaube, das hatte ich leider Gottes schon in den letzten Jahren, wird immer wieder passieren. Ja, das ist sicher das Schwierigste. Das zweite Thema ist sicher das Thema Gesundheit. Mhm. Ja, wo man sagt, okay, das kann ich bedingt beeinflussen, aber auf das schaue ich sehr, dass ich gesund bleibe und da alles dafür tue. Und alles andere, das lässt sich irgendwie regeln.
Ja, ja. Da geht es halt dann anders weiter. Und ich glaube, das, also bei allem, was jetzt Corona gebracht hat, habe ich für mich schon sehr viel Positives auch herausgesehen. Ja, also denken wir jetzt ein Jahr zurück, da habe ich dann auch manche Kollegen erlebt, die dann ja wie in einem Hamsterrad versucht haben, das und das und das noch zu tun, wo ich mir gedacht habe, hallo, atme mal durch. Ja. Und ich dachte, ich brauche jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe einfach meine Yogamatte genommen, auf die Terrasse gelegt und Yoga gemacht in der Sonne. Und dachte, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil das andere wird kommen. Mhm. Und ich glaube, da auch hinzuschauen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber für mich und für uns hat es auch diese Entschleunigung auch des Umfeldes schon auch sehr viel Positives gebracht. Und wie gesagt, unsere Entschleunigung, die haben wir einfach selber in die Hand genommen. Mhm. Gibt es denn eine innerste Überzeugung, die du hast, auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht? Also glaubst du an etwas, bist du von etwas überzeugt, wo du oft mal Gegenwind auch bekommst, trotzdem hältst du an dieser Überzeugung fest? In mir schlummert so ein Grundoptimismus. Mhm. Ja, also wir alle kennen diese Metapher von dem halbvollen Glas. Und ich weiß einfach zutiefst, und ich hatte auch viele Tiefen, also mein Leben ist nicht linear oder so flapsig dahingelaufen wie ein Wasser mit kleinen Wellen, sondern ich hatte sehr schöne Hochs, aber ich hatte auch grandiose Tiefs. Mhm. Aber eines weiß ich, wenn ich ganz tief war, dann kommt der Punkt und dann geht's wieder aufwärts. Also dieses Grundvertrauen, das habe ich einfach und den Grundoptimismus. Und ich habe vor vielen Jahren einmal für mich so dieses Lebensmotto definiert, das mir jetzt wirklich Jahrzehnte schon begleitet. Immer dann, wenn du eine Entscheidung triffst, nimmst du dein Leben selbst in die Hand. Mhm. Und das ist für mich, ja, das ist internalisiert. Das bin ich einfach, ja. Mhm. Entscheidung zu treffen, weil ich möchte entscheiden und ich möchte, wenn ich es vermeiden kann, nicht über mich entscheiden lassen. Mhm. Du hast gerade so schön gesagt, grandiose Tiefs, das ist ja schon, klingt ja schon fast wieder freudig, obwohl es bestimmt nicht so freudig war. Ja, wenn ich es ausgesprochen habe, habe ich mir dasselbe fast gedacht. Aber im Grunde, ja, wir leben ja, wie so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wir leben das Leben nach vorne und verstehen es nach rückwärts. Mhm. Und so gesehen stimmt es fast wieder. Ja, Dr. Freud hat mir das jetzt wahrscheinlich in den Mund gelegt, aber es, ja, aus denen habe ich halt irgendwo am meisten gelernt. Und wenn ich diese Tiefs nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch diese folgenden Höhen dann nicht erleben dürfen. Also so gesehen habe ich es sichtlich gebraucht. Also, ja, es macht das Tief ja nicht schlechter oder besser, wenn du es als grandios bezeichnest, sondern es ändert einfach deine Einstellung ein wenig dazu. Ne? Es zieht dich nicht so runter, sondern stimmt, es, ja. es liegt halt auch in grandiose Tiefs, liegt ja auch ein gewisser Schmunzler drin in der Bezeichnung. Und das damit macht es ja ein Stück weit leichter dann. Ne? Ja, genau, das ist vielleicht gar nicht der schlechteste Weg. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Perfektionistin gewesen, es ist schon besser geworden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie geht denn die Ulrike mit der Ulrike um, wenn sie merkt, dass sie einen Fehler gemacht hat? Auf welchem Level hast du dich entwickelt sozusagen, wenn es um Fehler geht? Und wie bist du heute zu dir? Also ich ärgere mich schon. Mhm. Ich über Fehler nicht zu ärgern, das wäre jetzt geschwindelt, weil dem man, ach, verflixt, ja. Aber Fehler haben also das Trügerische, dass du immer im Nachhinein erst draufkommst, dass es einer war, sonst hättest du ihn ja vermieden. Ja. So klug genug und gebildet, wie wir sind, draufschauen, warum ist es passiert und was kann ich denn tun, um das nächste Mal es besser zu machen. Also all das natürlich auch und versuchen, diesen Ärger einfach auch wieder wegzugeben. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Aber das draus zu lernen und da wirklich das so in der Fachsprache zu reframen, das heißt dem Ganzen einfach auch eine neue Deutung zu geben, okay, es ist jetzt passiert, warum ist passiert, was könnte ich daraus lernen, was wäre, wenn es anders gelaufen wäre, das sind schon Fragen, mit denen ich mich dann schon beschäftige und wo ich sage, das hätte ich wahrscheinlich vor 30, 35 Jahren so noch nicht gesehen, da wäre es wahrscheinlich beim Ärger hängen geblieben und jetzt ist für mich schon der Fokus, wie komme ich aus der Sache raus, welche Lösungen gibt es. Mhm. Und ich muss sagen, der 50er war sicher einer der ja, coolsten Geburtstage, weil ich einfach gemerkt habe, ab diesem Zeitpunkt ist auch so viel Gelassenheit in mein Leben gekommen. Mhm. Und
Dinge einfach nicht mehr so nahe heranzulassen und mit Dingen einfach auch mal drüber zu lächeln. Mhm. Und das tut dann einfach gut. Ja. Das heißt, den Fehler einfach wirklich als das anzunehmen, was es ja auch oft ist, ein Lerngeschenk. Ne? Richtig, das ist ein schönes Wort. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, wenn wir gerade dabei sind, was war denn der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast? Ja, mit dieser Frage habe ich mich schwer getan. Okay. Du hast mir also ein paar Ideen vorweg gegeben, ohne zu viel zu verraten, aber diese Frage war dabei und da ist mir jetzt echt keine Antwort drauf eingefallen. Man dachte, das ist okay. Ja, und zwar, ich habe mir dann eigentlich gedacht, vielleicht ist das jetzt wirklich so mein positives Denken, dass mein Gehirn einfach entschieden hat, das zu vergessen. Mhm. Also ich habe dann kurz drüber nachgedacht, gegrübelt. Nein, mir fällt nichts ein. Mir ist eigentlich dann ein positiver Rat eingefallen von einer Freundin, den ich auch immer wieder sehr cool finde. Die hat gesagt, ihr Lebensmotto ist, warum soll ich mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, das Beste haben kann. Okay. Und das ist für mich auch so ein cooles Lebensmotto. Das ist mir interessanterweise eingefallen. Auf die Frage, was war der schlechteste Rat? Und dann haben wir gedacht, es sagt wahrscheinlich auch viel über mich aus, dass mir das einfällt und nichts anderes. Was ein wunderbarer Rat ist, also sozusagen dann der beste, nämlich warum sollte ich mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn ich mich doch nur ein klein wenig mehr anstrengen muss, um das Beste zu bekommen? Das ist schon ziemlich gutes Motto, gefällt mir. Ja, jetzt, du hast schon gesagt, du bist ja auch viele Höhen und Tiefen durch dein Leben durchgegangen. Grandios gescheitert, finde ich immer noch ein wunderschönes Wort. Das ist absolut super. Wo würdest du denn sagen, dass du mal einen Glaubenssatz oder eine Meinung auf diesem Weg, Lebenszug, hast du vorhin auch ein wunderschönes Wort kreiert, auf diesem Lebenszug erlebt hast, wo du sagst, das habe ich damals geglaubt, da war ich überzeugt davon und davon bin ich heute überzeugt. Gibt es so einen Glaubenssatz, den du in den letzten Jahren verändert hast? Ja, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass ich mich sehr lang auch über Leistung definiert habe. Mhm. Und ich war zwar immer sehr auf Gesundheit bezogen, ich dachte mir, ich bin gesund und dieses Tempo, das ich über Jahre gefahren bin, bis vor einigen Jahren, das geht sich schon aus. Ja, ich bin jung, ich strotze vor Energie und Kraft, ich bin gut gedopt, im positivsten Sinne, ich mache Sport, ich mache mein Yoga, mir kann nichts passieren. Und doch hat es mir dann von heute auf morgen die Schuhe ausgezogen. Mit Panikattacken. Ich war dann auch 2 Wochen in der Klinik und war dann in der Zeit nicht wirklich ansprechbar. Und in dieser Zeit haben mich unter anderem 2 Kunden von mir besucht, mit denen ich einfach schon eine längere Geschäftsbeziehung habe. Die haben davon erfahren, dass ich in der Klinik bin. Und ich sage dann immer, ich lag da wie ein nasser Waschlappen im Bett, zerrauft, ungeschminkt, völlig neben mir. Aber es war völlig egal. Ja, die sind gekommen und die haben mich als Mensch gesehen und ich war genauso wertvoll für die und die haben nachher genauso wieder Aufträge an mich vergeben und die Kundenbeziehung hat sich zu Freundschaften weiterentwickelt und da habe ich für mich wirklich so aus der tiefsten Seele heraus gelernt, ich werde nicht gelebt wegen meiner Leistung, sondern weil ich bin. Weil du bist so, wie du bist. Das war, ist jetzt ein sehr intensiver Einblick in meine Geschichte, aber ich möchte es trotzdem darlegen, weil das dazugehört. Und ich habe dann ich war dann ungefähr 2 Monate, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen und dann wieder bin ich wieder mit Kraft, aber anders weiter gestartet, also wieder gestartet, aber ich habe doch mein Leben verändert. Und das war sicherlich auch notwendig, sonst hätte ich dann meinen Mann nicht kennengelernt. Also wie du wieder siehst, man braucht gewisse Tiefen, um dann wieder Neues zu entdecken. Aber ich habe das dann immer wieder auch erzählt. Und dieses Feedback, das ich dann bekommen habe, hat mich dann oft sehr berührt. Auf der einen Seite, dass manche Menschen es nicht glauben oder geglaubt haben und gesagt, was du? Du strotzt immer vor Kraft und Energie und so weiter. Und dass ich dadurch natürlich auch insofern dann glaubwürdig bin, dass ich sage, passt auf, ihr müsst jetzt nicht unbedingt die gleiche Erfahrung machen wie ich. Ja. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, das hält der gesündeste Körper nicht aus. Ja. Und
wem muss ich wirklich was beweisen? Ganz ehrlich, Gabi. Wem müssen wir wirklich was beweisen? Ja. Also das war für mich, ich hatte da Zeit, sehr viel Zeit drüber nachzudenken. Und das war für mich wirklich lebensverändert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich nicht mehr über Leistung definieren. Ich bin, weil ich bin. Und das war auch ein Stück weg vergeben. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Vergeben für mich selber. Ja. Jetzt habe ich mich so lang immer noch mit der Leistung nach vorne gepusht. Ich bin dankbar, dass mich das Leben eingebremst hat. Nämlich in einer Form, dass ich nachher wieder völlig gesund und kraftvoll erscheinen durfte und nach wie vor gesund und kraftvoll bin. Es hätte auch anders ausgehen können. Zwei Dinge, die mich, einmal abgesehen davon, vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns teilst, zwei Dinge, die mich natürlich auch sehr beeindrucken, ist das eine, diese Kunden, die dich besucht haben, das ist auch nicht selbstverständlich. Es zeigt aber auch, dass du als, ich sage es mal ganz profan, als Lieferantin offensichtlich einen starken Eindruck hinterlassen hast, dieses Kunden-Lieferanten-Beziehung. Und das andere, was natürlich immer wieder beeindruckend ist, ist auch, wie stark wir uns selber an der Nase herumführen können. Dass wir es gar nicht so merken. Und wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Ein strahlendes, und ich kenne das bei dir, das ist besonders strahlend, das geht mir gut. Ich bin noch voller Energie und so. Und das ist schon faszinierend, wie sehr wir uns da an der eigenen Nase sozusagen im Kreis führen und es gar nicht merken. Also sehr, sehr spannend, ja. Und auch glauben, mir passiert das nicht. Ja. Genau, das ist immer so, da sage ich immer, das ist Hochmut vor dem Fall, bis zu dem Tag, wo es einem halt dann tatsächlich passiert. Und da haben wir alle unsere kleinen oder großen Erlebnisse schon erlebt, wo wir gedacht haben, wir sind was ganz Besonderes. Also es geht das nicht. Ja, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages sind wir alles Menschen. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Genau. Ich bin ab sofort deine Fee, liebe Ulrike. Ich erfülle dir drei Wünsche. Okay. Der erste Wunsch, den ich dir erfülle, ist ein Essen. Und zwar, wenn es keine Grenzen und keine Hindernisse gäbe, mit wem würdest du gerne einmal zum Essen gehen? Und wieso? Die Person kann im Hier und Jetzt leben, die kann aber schon lange in ganz anderen Gefilden wandeln. Oder es könnte auch eine Figur aus einem Film oder einem Roman sein, die dich einfach aufgrund ihres Charakters, ihrer Handlungen sehr beeindruckt hat. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und wieso? Mit dem Barack Obama. Der würde mir spontan einfallen. Also es gäbe ungefähr, es gäbe drei Personen, aber Barack Obama, ich würde gern mit ihm übers Leben reden. Ja, dann auch viel zu erzählen. Ja, definitiv. Wer sind die anderen beiden? Ich bin neugierig. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Reserven frei als du. Also seine Frau finde ich nicht minder spannend. Und der dritte, ich habe einen Lieblingsschauspieler und das ist der Denzel Washington. Ah, okay. Und das war jetzt eine ganz spontane Frage, und ich mir gedacht, gut, wie schaut das Ranking in mir drinnen aus? Und ich glaube, mit dem Denzel Washington würde ich mich auch ganz gerne mehr unterhalten. Ja, weil ich sage immer, ich schaue mir auch wenig Filme an, aber wenn er wo mitspielt, dann ist das ein Pflichtfilm. Und ich sage immer, wenn er lächelt, geht die Sonne auf. Schön, spannend. Das wären sicher mal so drei Gesprächspartner, wo ich sage, da würde ich wahrscheinlich aufs Essen vergessen. Magst du noch einen Halbsatz zu der Frau sagen oder bleibt das dein Geheimnis? Welche Frau jetzt zur Michelle Obama? Seine Frau hast Meine du gesagt. Frau, ah, das habe ich Entschuldigung, ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja gut, dann haben wir es geklärt. Seine also Frau. Auch sehr spannend. Aber natürlich auch jetzt, wenn wir in der aktuellen Politik sind und die interessieren mich auch sehr für die amerikanische Politik und den Wahlkampf, Kamala Harris wäre natürlich auch sicher mal eine spannende Person, um einfach einmal wirklich auch über das Leben zu reden und da mal ganz andere Einblicke zu bekommen. Das wäre schon mal sehr inspirierend, glaube ich. Sehr gut. Ja, zweiter Wunsch, den ich dir als Fee erfülle. Und zwar heute Nacht, wenn du schläfst, komme ich geflogen und streue ein wenig goldenes Pülverchen über dich. Und wenn du morgen früh aufwachst, hast du eine neue Eigenschaft oder eine neue Fähigkeit. Was hättest du gerne? Dann würde ich gerne entweder Spanisch oder Französisch fließend und einfach fließend, ohne lange nachzudenken, sprechen können. Okay. Also eine neue Sprache wäre jetzt da so.
Genau, kurz diesen Aufenthalt in Paris nochmal nachzuholen, damit du da mit der Sprache nach Hause fährst. Ja, ich weiß zwar noch einiges und das taut dann auch immer wieder auf, wenn ich vor Ort bin, aber zwischen Verstehen, ein bisschen Radebrechen und dann wirklich fließend zu sprechen, ist halt doch nochmal ein großer Unterschied. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Okay, ja, dann kommen wir zum dritten Wunsch. Und diesmal schenke ich dir eine Reise. Eine Reise zurück zu deinem jüngeren Ich. Also das heißt, die Ulrike fliegt zurück zu ihrem jüngeren Ich. Das Alter kannst du selber wählen. Welches Alter würdest du wählen und was würdest du der Ulrike gerne mit auf den Weg kommen geben mit all deiner Erfahrung, die du von heute hast? Spontan, glaube ich, würde ich mich in die Pubertät zurückbeamen. Wenn ich mich daran erinnere, an damals und auch die Fotos sehe, dann war ich die Brillenschlange, die kein Mensch gesehen hat, die sich nur hervorgetan hat durch gute Noten, die liebend gerne auch in manchen Klicken dabei gewesen wäre, wo andere, die witziger, mutiger waren, kleiner Eingang fanden, aber ich musste da wirklich drum kämpfen, um da auch teilweise dabei zu sein. Dieser jungen Ulrike würde da ein Stück weg mehr Selbstwert, mehr Selbstbewusstsein, sich auch mehr zuzutrauen und auch an das eigene Ich zu glauben und nicht nur, ich werde nur gesehen, wenn ich gute Leistung bringe. Also das, da würde ich auch diesen Zauber, wie hast du vorhin gesagt, diesen Zauberstaub diesen Feenstaub, ja. Genau. Goldenen Staub. Genau. Goldenes Pülferchen, ja. Ja, das kann man echt gut verstehen, weil wenn man denkt, also ich kenne dich ja und das wird ja auch ein Bild geben zum Podcast, aber du bist wirklich eine strahlende, eine wunderschöne Frau geworden, die ein sehr schönes Gefühl für Farben, für Formen hat und es macht viel Freude, dich anzusehen und man kann sich das manchmal in diesem Alter einfach nicht vorstellen. Ne? Es ist dann einfach so das Gefühl, das wird nie was werden, aber doch, es wird. Ja, du weißt es, im richtigen Leben ist wie ein Märchen, nach 3 Wünschen ist die Fee wieder weg. Und ja, nächster Punkt. Was ist dir denn jetzt gerade auch in Zeiten wie diesen in letzter Zeit besonders gut gelungen? Ja, es klingt so vermessen, wenn ich das sage, aber es ist so vieles. Vieles im Sinne von, dass ich gewisse Dinge, auch berufliche Dinge, die ich die letzten 25 Jahre als Fixspektrum in meinem Aufgabenbereich gesehen habe, loslasse im Sinne von, ich glaube, ich mag das jetzt auch, wenn alles wieder aufgeht, ich glaube, ich mag diese Tätigkeit gar nicht mehr durchführen. Es ist auch gut so, das loszulassen. Es war 20, 25 Jahre schön. Das ist das eine. Auf der anderen Seite mir einfach auch trotz Corona durch weitere Standbeine und auch durch die Flexibilität, die ich da an den Tag gelegt habe, mir auch eine gute finanzielle Basis geschaffen zu haben, wo ich sage, da lässt sich gut schlafen, weil ich heute jetzt nicht auch versucht habe, mein Hauptbusiness mit Gewalt weiterzutreiben und vielleicht auch noch Kunden zu bekommen und dann irgendwelche, weiß ich nicht, mit Gewalt irgendwelche Online-Geschichten, Webinare und nachzuwerfen, wo ich innerlich gespürt habe, das ist nicht meins. Und ich will mich da auch nicht verheizen in diese Richtung. Wenn die Grenzen offen sind, wenn wir wieder dürfen, ist es cool, wenn das eine oder andere kommt. Aber so intensiv nachzurennen wie in der Vergangenheit, das mache ich sicher nicht. Auf der anderen Seite eben das, was ich mir damit aufgebaut habe, weiter zu formen, weiter zu fördern, meine eigenen Führungskräfte zu inspirieren und auf dem Weg zu begleiten. Das hat sich einfach die letzten Monate entwickelt und das macht riesen Spaß und ist sehr, sehr bereichernd. Ja. Okay. Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, du bist ein sehr positiver Mensch. Was macht dich denn jetzt vielleicht noch in ein oder zwei Sätzen geformt so richtig zuversichtlich in Zeiten wie diesen, aber auch generell? Ja, zuversichtlich, dass es wieder aufwärts geht. Ja, also da bin ich fest davon überzeugt. Wobei ich meine Toleranzgrenze habe, würde ich so sagen, ich habe eine sehr große Toleranzbreite. Wo ich sie nicht mehr habe, ist bei Corona-Demonstrationen ohne Maske und ohne Mindestabstand, um das Thema doch auch hereinzubringen, weil ich einfach sage,
Ich schaue drauf, ja, ich bin achtsam, damit ich andere auch schütze und mich selber schütze. Und es ist dem Virus völlig egal, ob da jetzt jemand demonstriert oder nicht. Ja, also Meinungsfreiheit ist absolut wichtig und richtig, aber bitte halt mit den entsprechenden Maßnahmen, damit wir endlich einmal von diesen horrenden Zahlen runterkommen. Mhm. Ja, und wir auch wieder arbeiten, leben, genießen, Restaurants, Hotel und so weiter können. Ja, also für mich hat das schon unmittelbar damit zu tun. Und was macht dich dabei zuversichtlich? Also, ja, schon auch, weil ich viele Menschen auch kenne, die trotzdem die Zuversicht nicht verloren haben. Mhm. Weißt du, es gibt so viele, die jammern. Mhm. Ja? Und in Zeiten wie diesen einmal zu jammern, ist, glaube ich, legitim. Mhm. Ja? Aber trotzdem zu sagen, okay, wir können die Situation, wie sie im Moment ist, nicht ändern. Ja, wir können uns das Virus wegdenken, aber es ist trotzdem da. Aber wir können unsere Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, was können wir denn sonst noch machen? Ja, wo gibt's denn noch Bedarf? Wo gibt's denn Chancen? Wo können wir denn was Neues entdecken? Und diese Aufbruchsstimmung, die erlebe ich schon in vielen Bereichen. Ich würde es mir mehr wünschen. Aber das muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen enormes Potenzial da ist, um wieder Neues auf die Beine zu stellen, um kreativ zu sein, um alte Geschichten absolut zu hinterfragen und zu sagen, okay, das war bis jetzt gut und jetzt ist was anderes wichtig. Also diese eigene Zuversicht, aber auch Zuversicht und Kreativität bei anderen zu erleben, unabhängig vom Alter, also jung wie alt und wie Mittelbau vom Alter her, das bestärkt mich, dass es wird auch wieder. Alle packen an, ja. Alle machen das Beste draus. Genau, genau. Und das würde ich mir heute auch von mehr wünschen, aber gut, ich kann mir es wünschen, die anderen machen es halt, wie sie möchten. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, genau. Wir kommen zum Schluss, liebe Ulrike. Die letzte Frage. Und ja, vielleicht in einem Satz, mit einem Aufruf beantwortet. Wie lautet denn dein letzter Rat, dein Hinweis, dein Aufruf an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Podcast-Folge hören werden? Was würdest du uns gerne in einem Satz, wenn möglich, auf dem Weg mitgeben? Ja, da schließt sich für mich jetzt eigentlich der Kreis unseres Interviews. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, wirklich versuch für dich zu definieren, welches Leben willst du leben. Mhm. Und lass dir das von niemandem ausreden. Mhm. Ja, also wenn es noch so verrückt scheint oder so anders scheint, glaub dran, definier das in den tollsten Farben und sag, okay, das will ich einfach, weil es ist mein eigenes Leben. Und da können die anderen dagegen reden, was sie wollen. Und wirklich da die eigene Meinung zu behalten und zu hören, und so will ich es. Das wünsche ich vielen, dass sie auf diese Reise gehen, weil ich finde, es gibt einfach nichts Spannenderes und Bereicherenderes und Inspirierendes und Glückseligmachenderes. Lebe dein Leben, egal was die anderen sagen. Genau. Ja, genau, schön. Vielleicht noch eine Ergänzung, ja, noch, damit es nicht falsch rüberkommt. Also nicht lebe dein Leben, egal was die anderen sagen, aber im Sinne von trotzdem achtsam mit dem Umfeld sein. Also jetzt nicht auf Biegen und Brechen, ohne Konsequenzen oder egal wie die Konsequenzen sind. Das soll es nicht heißen, aber dass man einfach an die eigenen Ziele und vor allem die eigene Lebensaufgabe und die eigenen Lebensziele glaubt und sich das auch von niemandem ausreden lässt. Mhm. Meine ich auch damit. Ja. Ja, dann danke ich dir nochmal für dieses wunderschöne Interview, dass ich dich ein bisschen näher kennenlernen konnte. Sehr wieder. Gerne. Also neue Facetten und freue mich, wenn wir es jetzt mal schaffen. Wir sind ja beide in Salzburg, mal gemeinsam auf einen Kaffee zu gehen, sobald man mal wieder einen gemeinsamen Kaffee trinken kann. Und ja, bis dahin alles Gute und vielen Dank. Und wie, Gabi, bist du letzte Woche über deinen Schatten gesprungen? Ja, ich möchte euch gerne eine Schattensprunggeschichte erzählen, die ich ja schon vor langer Zeit einmal erlebt und deren Folgen ich letzte Woche nochmal ja miterleben konnte. Vor vielen Jahren durfte ich einer Familie bei der Flucht aus der DDR helfen. Vielleicht hast du diese Geschichte von mir ja schon einmal gehört und wenn du sie ganz genau hören möchtest, gibt es in YouTube dazu einen Vortrag
Und den Link für diesen Vortrag erhältst du in der Beschreibung zur Folge bei deinem System, mit dem du den Podcast hörst. Und der Titel des Vortrages lautet damals Dilemma Zivilcourage, jetzt bist du dran. Und da erzähle ich die ganze Fluchtgeschichte. Und vor einiger Zeit ist nun das Bayerische Fernsehen mit seiner Dokumentarserie Lebenslinie auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich über diese Flucht erzählen möchte. Und zwar nicht, weil sie diese Fluchtgeschichte verfilmen, sondern weil sie das Leben des Vaters der Familie verfilmen. Und meine Fluchthilfe hat eben dabei auch eine Rolle gespielt. Und deswegen war jetzt das Fernsehen letzte Woche bei mir in der Firma und wir haben diesen Teil der Geschichte gedreht. Sehr spannende Sache. Wahrscheinlich bleiben ja am Ende davon nur 2-3 Minuten übrig. Bin sehr gespannt. Doch es ist schon wirklich sehr aufregend, wie solche Szenen gedreht werden. Aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, unterstützt durch kluge Fragen der Redakteurin. Und es gibt auch einen ganz besonderen und sehr guten Grund, weshalb Lebenslinien über das Leben des Vaters berichtet. Doch das ist noch das Geheimnis, das ist der Spannung. Und der Cliffhanger wird jetzt ein wenig dauern, weil die Sendung wird Anfang Oktober ausgestrahlt, genau diese Folge. Ich werde dich dann darüber informieren und wenn du Lust hast, kannst du dann einmal reinschauen. Grundsätzlich habe ich mir einige Folgen von dieser Sendung, kann man übrigens auch in der Mediathek nachschauen, von Lebenslinien angeguckt. Da gibt es schon einige Menschen, die schon einiges erlebt haben. Ich werde dann immer ein wenig bescheiden und besonders dankbar, dass es mir gut geht. Und diese eine Folge ist es auch wert, angesehen zu werden. Nicht, weil ich dabei bin, das ist nur das Sahnehäubchen, sondern weil sie die etwas andere Lebensgeschichte eines Menschen ist. Glaub mir, es wird ein echter Perspektivenwechsel. Bleib also gespannt. Tja, zum Schluss wünsche ich dir jetzt den Mut, dich mit deinem Selbstbewusstsein auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir, dass dein Selbstbewusstsein einen echten Schattensprung macht. Und ich wünsche dir eine zufriedene, eine entspannte und eine selbstbewusste Woche. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, denn du hast nur das eine. Mach etwas daraus. Ganz viel Erfolg dabei.